ein krasses Experiment gemacht, denn ich habe versucht, auf die Windmühle zu kommen. Dabei hatte ich die ganze Vitigang am Start und natürlich unseren Fallschirmspringer Sandy, der ab und zu auch mal runtergefallen ist. Ja, toll. Aber wir haben es dann echt geschafft, irgendwelche coolen Orte zu betreten, die noch niemand anderes betreten hat. Yeah! Aber ich würde sagen, schaut es euch jetzt gerne selber an. Also, let's go und viel Spaß! Yo, was geht? Was geht ab? Yo, Mann! Yeah, okay. Freunde, wir sind einfach hier mit Senti und der Viti Gang. Und Freunde, wir werden natürlich heute was ganz Krasses probieren. Und zwar seht ihr dort hinten dieses Windrad? Ich meine, ich habe mich schon immer mal gefragt, wie es wohl aussieht, wenn man dort oben ist. Und das werden wir nämlich gemeinsam heute herausfinden. Denn jeder kann sich in sein Inventar eine Leiter kaufen. Und wenn man mehrere Leitern nebeneinander oder hintereinander macht, dann kann man auf jeden Fall damit sozusagen unendlich hochlaufen. Okay, ich würde sagen, ich habe den Viti-Bus gemietet. Steigt alle ein, Leute. Alle einsteigen. Junge, warte mal, wie sind wir? Oh mein Gott. Junge, ist das eng hier hinten. Alter. Was macht... Oh mein Gott, der Hai da oben. Ey, den nehmen wir mit als Maskottchen. Der hat keinen Platz mehr gehabt. Okay, denn Freunde, mein Ziel ist es eigentlich, einmal oben auf einem Windrad zu stehen. Denn zumindest kann man ja eigentlich nur von unten rein, oder? Ich war da noch nie drin. Wieso fragst du mich? Warte, warst du noch nie in einem Windrad? Junge, nee, noch nicht. Ich habe nur die Leiter dabei. Ich war schon mal in meinem Windrad. Oh Mann, ey. Das ist meine Cousine, ja? Nicht, nee. Junge, du hast die ganze Gang am Start. Ich bin dein Cousin, Mann. Ja, oder so. Zumindest ist der komische. Okay, Freunde. Wir haben nämlich das letzte Mal auf jeden Fall das Experiment gestartet. Und Sandy, ich will dir mal zeigen, wie das geht. Okay, okay. Und zwar, guck mal, du nimmst eine Leiter in die Hand. Und dann läufst du so die andere Leiter hoch. Und wir probieren, wenn du oben bist, die nächste Leiter zu spawnen. Und dann musst du mit Jumpen und ganz, ganz schnell so springen. Dann kommt Ich hab schon gefällt. Ja, sobald du runterfällst, kriegst du auf jeden Fall Damage. Und wir werden mal versuchen, so hoch es geht, nur zu arbeiten, ne? Und Freunde, ihr seht's. Okay, wir brauchen die nächste Leiter. Und let's go! Ja, okay, okay, gut. Und jetzt... Nein! Ja, du hättest vorher schon die Leiter spawnen müssen, okay? Dafür haben wir natürlich einen Notarzt dabei. Ey, Mann, ich bin aber nur einmal Notarzt. Nie wieder sonst, ja? Ja, okay. Kann auch sein, dass er zwischendurch auf jeden Fall neues Material holen muss. Aber Freunde, wie lustig wäre es auf jeden Fall, wenn wir bis ganz hoch schaffen würden. Jo, ich lebe wieder. Ja, du lebst. Okay, wir brauchen die nächste Leiter. Moin. So, ja, ich esse mal einen Keks lieber. Okay, okay, okay. Und später kriegt man nämlich die Leiter wieder... Oh mein Gott. Alter, die fallen alle runter. Wir müssen dann immer nach und nach normal runterlaufen. So. Alter, das ist richtig schwierig. Ja, das ist nämlich ein bisschen schwierig tatsächlich. So. Warte, ich sprint jetzt gar nicht, ne? Oh nein, Sandy. Du musst doch einfach nur hier hochlaufen und dann sprinten. Ach, Freunde. Alter, euer Ernst? Hey. Alle liegen auf dem Boden. Junge, ich bin schon fast oben, aber ich glaube, wir schaffen das nicht mal. Und wenn ihr nach unten wollt, dann müsst ihr langsam nach unten drücken. So, und dann einfach runterspringen. Guckt, ey, Freunde, Alter, als wenn ich einen Fahrstuhl benutze, Junge. Ich kann hier ganz normal hoch und runter laufen. Hast du es geschafft? Oh mein Gott, warte mal, eine Leiter schon despawned. Na toll. Warte, ich habe noch eine. Ich kann... So, ich platziere meine lieber am Anfang. Okay, Sandy platziert die am Anfang und ich habe meine auch ins Inventar bekommen. Nee, du musst es ein bisschen ausmachen, weißt du? Okay, oh, so, sorry. So, okay, aber Freunde, wir können es auf jeden Fall benutzen. So, schaut mal, wir benutzen jetzt die nächste und bam. So, dann springen wir hier hoch und bam. Alter, guck mal, ich bin wie so ein Fahrstuhlmonster. Alter, kannst du auch noch ganz oben gehen? Guck mal, ja, ich weiß nicht, dafür bräuchten wir theoretisch genügend, guck mal, und dann könnt ihr mal gegen die Leiter springen und dann passiert euch... Oh, nee. Ey, yo, wir haben ein paar Probleme hier unten. Okay, Freunde, ich glaube, so wird das nichts. Ich glaube, wir werden eine andere Taktik ausprobieren. Okay, der Notarzt hat schon wieder keine Bandage mehr. Wir müssen mal kurz den Notarzt aufheben. Ja, Sandy, wir kommen gleich wieder. Ja, ja, wir kommen gleich wieder, Mann. Junge, okay. Okay, Freunde. Ja, das war jetzt auf jeden Fall schlechter als gedacht. Okay, Leute, das erste hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Aber ich werde euch jetzt Trick Nummer 2 zeigen, Okay, Freunde, denn es gibt nämlich einen Trick, wenn man gegeneinander läuft, dann kann man auf jeden Fall nach oben laufen, Aber anscheinend kriegen wir das gerade nicht gebacken. Ich glaube, ich muss das mit Senti machen. Mann, ey! Jo, ich liege immer noch, Mann. Ja, der Notarzt kommt doch gleich. So, okay. Hä? Freunde, warum funktioniert das gerade nicht? Letztens hat das übelst gut geklappt. Aber ich glaube, ich werde es gleich probieren. Also keine Sorge, wir werden es hundertprozentig aufs Windrad schaffen. Und da hinten gibt es nämlich noch die Elbphilharmonie. Und da werde ich auf jeden Fall heute auch nochmal raufklettern. Da habe ich übelst Bock drauf. Oh mein Gott, wieder. Es gibt ein Problem. Was denn? Ich verabschiede mich von dieser Welt. Nein. Wo ist der Notarzt? Oh nein. Nein, Senti. Sag meiner Mama, dass ich sie liebe. Oh, okay.
Da haben wir ein bisschen zu lange gebraucht. Aber egal, Freunde. Wir werden das schon schaffen, Leute. Ich will hier unbedingt hoch. Ich will unbedingt auf Windkraft. Ich glaube nämlich, wenn wir es da hoch schaffen, dann kann man immer der Polizei entkommen. Und den Trick müsst ihr dann auf jeden Fall anwenden, ne? Warte mal, ich habe ja immer noch einen Sniper mit. Ich glaube, ich werde die erstmal verkaufen, Leute. Ich glaube, das ist schlechtes Karma. So, verkaufen. Oh mein Gott, nicht, dass wir auf jeden Fall noch von der Polizei Stress kriegen. Okay, Freunde, probieren wir es einfach mit Senti. Okay, Senti, lauf mal gegen mich. Ja, ja, bitte, ja. Bitte, bitte, bitte. Als ob, ey. Oh mein Gott, warte mal und schaut mal, Freunde. Let's go. Okay, Senti, mach bitte nicht. Fliegen. Bewege nicht deine Kamera, gar nichts. Mach wirklich ich nur... Ich mach gar nichts, ich mach nichts. Okay. Es kann nämlich auch sein, ja, es kann nämlich auch sein, dass wir runterfallen. Aber Freunde, ja, und dann? Wir werden jetzt so oder so tot sein. Das ist egal. Wir haben den Notarzt dabei. Wir gehen zusammen, Vitamine. Genau. Wir gehen und guckt euch das mal an, Freunde. So kann man nämlich unendlich weit hochklettern. Und Sandy, ich will gleich abspringen. Oh mein Gott, ich hoffe. Oh. Alter. Ich hab fast den Kopf gestoßen. Ey. Oh mein Gott, Junge, was geht denn hier ab? Okay. Ey, Sandy, ich will auf jeden Fall dann abspringen und will auf das Dach von diesem Ding da probieren, okay? Ja, ich will auch vieles. Okay. Ja, Sandy. Oh mein Gott, guck mal. Ey, Junge, Alter, wir gehen da genau durch. Okay. Schaffen wir es beide da drauf? Ja, pass auf. Drei, wie du sprintest, ja? Und wir springen da hin. Drei, auf das Teil drauf. Zwei, eins, jetzt. Oh mein Gott. Und ja, ich bin oben. Ich bin nein. Aber Freunde, oh mein Gott, was ist das denn bitte? Ich bin der Erste, der offiziell auf einem Windrad ist. Und das nur dank Senti. Moin, danke. Und ich bin der Erste, der vom Windrad runtergefallen ist. Junge, Freunde, ich weiß nicht, ob ihr so eine Aussicht schon mal genossen habt. Oder ob ihr das jemals schon mal gesehen habt. Aber es geht einfach, wenn man gegeneinander gegenläuft. Funktioniert das also, ja, geschafft. Und, warte mal, wie komme ich jetzt wieder runter? Aber Leute, ihr müsst natürlich vorsichtig sein, denn wenn ihr sobald hier rauf geht oder so, werdet ihr runterfallen. Aber warte mal. Freunde, oh mein Gott, ich probiere was. Und Sandy, nein, nein, au. Aua. Oh, ein Vogel ist vom Dach geflogen. Junge, ich bin runtergefallen. Aber Sandy, wie fandest du den Trick? Ja, ich probiere den jetzt auch nochmal aus. Ja, probiert ihn. Es ist halt übel schwer, Freunde. Ihr müsst natürlich voll gegeneinander geradeaus laufen. Man muss immer das perfekte Timing haben. Und oh mein Gott, Freunde, guckt euch das mal an. Bei uns funktioniert jetzt wieder. Als ob. Jo, als ob, Freunde, oh mein Gott. Ey, komm, wir klettern jetzt aussieht. So. Alter, wie sieht's eigentlich von unten aus? Wie, als würdet ihr einfach in so eine unsichtbare Leiter hochklettern. Ey, Kollege, lass mal so hochlaufen, wie es nur geht. Bis ins Weltall. Junge, ich weiß nicht mal, was wir im Weltall wollen. Aber Freunde, okay, wir probieren mal so lange hochzulaufen, wie es nur geht. Zumindestens, oh mein Gott, dort hinten. Ich sehe schon Feuer. Jetzt sehe ich schon wieder die Propeller. Ey, Freunde, wir sind jetzt schon wieder so hoch. Und ich muss sagen, eigentlich ist es echt lustig. Zumindest selbst wenn wir jetzt stehen bleiben würden, ne? Dann würde uns die Polizei überhaupt nicht bekommen. Wir sind einfach offiziell in der Luft. Und oh mein Gott, Senti, wir sind einfach schon über dem Windkraftwerk. Was, jetzt so? Jo, weißt du eigentlich, dass ich Höhenangst hab? Ja, tatsächlich weiß ich das jetzt. Und oh mein Gott, Freunde, was? Ich meine, es ist Nacht. Aber schaut euch mal die Aussicht an. Cool, könnt ihr mich... Oh nein! Nein, oh. Junge! Aua. Ey, da sind zwei Vögel von oben gekommen. Alles gut? Hat's wehgetan? Ja, Junge, na klar hat's wehgetan. Alter, was denkst du denn? Oh mein Gott, aber Freunde, ey, dieser Trick ist echt unglaublich und den müsst ihr unbedingt ausprobieren. Ich würde sagen, wie die Gang steigt auf jeden Fall alle ein. Und nun werden wir das Ganze auf jeden Fall bei der Elbphilharmonie machen. Und warte mal, Senti, dein Auto, das stört hier übel. Junge, lass mein Auto in Ruhe. Junge, pack's nur kurz um, ja? Ja, so. So, okay, okay, okay. Steig auf jeden Fall ein. So, der Krankenmann ist auch am Start. Ich bin im Kofferraum. Ja, toll. Okay, Freunde, Achtung, hier vorne ist der Graben. Da muss man auf jeden Fall ein bisschen drauf achten, ne? Und Leute, übrigens, ohne Krankenwagen empfehle ich es euch nicht zu machen. Denn ihr werdet so oft runterfallen. Zumindest, wenn ihr da runter wollt, fallt ihr eh runter. Wusstest du das? Ja, jetzt weiß ich's. Ja, bitteschön. Okay, wir sind nun da. Zumindest fast, ja? Ja, ich bin angeschnallt im Kofferraum. Junge, Alter, was willst du eigentlich im Kofferraum? Okay, Sandy, stehen bleiben. Okay, und let's go, wir gehen ins Wasser. Was? Ja, ja, komm mit, komm mit, komm mit. Wir werden jetzt lebensmüde. Junge, warum? Ja, okay, ich komme auch. Ja, okay, okay, okay. Der Notarzt kommt, glaube ich, gleich auch nach. Wir werden nämlich jetzt hier einmal, so, Freunde, ich zeig's euch mal. Ihr könnt nämlich hier aus dem Wasser springen und, wartet.
und bäm, die Leiter platzieren. Okay, am besten zoomt ihr rein, springt dann am besten gegen die Leiter und dann natürlich hier oben drauf. Easy! Warte mal, wo ist denn unser Krankenwagen? Und okay, Sandy schafft es und nun müssen wir... Komm, wir werden schaffen auf das Gelände. Einer spawnt jetzt hier die Leiter am besten. Das war's schon, dachte ich. Junge, nein! Okay, Freunde, die erste Leiter haben wir. Und nun machen wir natürlich eine Treppe und gehen nach und nach hoch. Und ich bin so gespannt. Ich war noch nie bei dem Geländer. Warst du da schon mal? Oh mein, ich war noch nie hier drauf. Das ist schon okay, krass. Okay, warte mal. Okay, der Notarzt ist auch da. Der muss sich beeilen, sonst steht Sport gleich meine Leiter. So, okay, warte mal. Oh nein, wir haben schon den ersten, wir haben schon den ersten Patienten. Ne? Ja, wir haben den ersten Patienten, der auf jeden Fall Hilfe braucht. Und ich glaube jetzt gleich sogar den zweiten. Ich trau mich nicht. Warte, Sandy, du musst warten, ne? Okay, wir haben ein Problem. Hier liegen einfach zwei... Warte mal, ein Verbrechervitamine? Warte mal, was? Junge, ich bin kein Verbrecher. Okay, Sandy, komm, wir probieren's. Probier mal. So langsam. Oh mein Gott. Okay, du musst dann sprinten. Wenn du oben bist oder... Oh, so, okay. Man muss zum perfekten Ort und... Eyo, ich hab's geschafft. Let's go. Oh mein Gott, Freunde. Ja, wir sind jetzt offiziell auf der Äpfelharmonie. Und hier war tatsächlich noch niemand. Zumindest nicht im Video. Was? Und Leute... Ihr könnt es gerne hochprobieren, also auch der Notarzt. Aber ihr müsst probieren, nicht runterzufallen. Zumindest der Notarzt. Schaffen alle? Ja, der Notarzt muss als letztes hochgehen. Also erstmal. Termin ist auch am Start. Okay, Freunde. Wir sind einfach vier Leute, die jetzt hier oben sind. Theoretisch kann man das gleiche natürlich mit dem Lauf machen. Junge, was machst du? Ich will noch höher. Okay, Freunde, theoretisch könnte man. Einer muss es vormachen. Ja, warte. Oh mein Gott, er hat's gemacht. Und jetzt. Jetzt müsste er sich eigentlich drehen. Okay, er muss... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schafft es? Jo, yes! Er ist runtergefallen. Okay, jetzt Freunde. Jetzt bin ich dran, okay? Ich weiß gar nicht, was ihr macht. Du hast doch nicht meine Leiter, Mann. Okay. Ich hab's nicht über das Geländer. Ich hab eine Leiter. Okay, ich trau's mir gar nicht. Oh mein Gott, warte mal, die Polizei kommt. Ja, die fallen alle wie die Fliegen. Okay, ich bin gerade, okay? Okay, ja, warte, Sandy. Ich will nur noch ganz kurz gucken, ne? Und zwar, Leute, ihr könnt es euch wirklich selber mal angucken, ne? Man hat hier tatsächlich die beste Aussicht. Übrigens werden wir bald mal auf den Kran noch gehen. Am besten, okay, wisst ihr was? Wir machen es gleich. Die beste Aussicht auf diesem Server hat man von hier. Und bist du da oben? Nee. Okay, soll ich probieren oder du? Ja, du hast noch eine Leiter, ne? Ja, okay, warte, ich probier. Okay, warte. Oh mein Gott. So, oh mein Gott, man muss erstmal aufs Geländer, am besten in der First Person und... Nein! Oh nein, Senti. Ich komme hoch. Okay, ich guck dir zu. Oh mein Gott, du hast es geschafft. Nice, aber... Ja, Senti, siehst du mich? Ja. Oh mein Gott, was? Du machst einen Stunt da oben? Yeah. Okay, Senti, spring mal runter. Wieso? Und? Ich weiß nicht, weil es cool ist. Geronimo! Yo! Okay, Freunde, auf dieses Gebäude hatten wir es ja schon geschafft. Mal gucken, ob wir es eigentlich noch auf den Kran schaffen würden, ne? Zumindest eigentlich, ich bin ehrlich, mit Leitern schaffen wir das, glaube ich, nicht. Aber irgendwie sieht es cool aus, oder? Oh, wir können es probieren. Ja, wir können es probieren. Entweder mit Leitern oder, ich weiß nicht, vielleicht auch mit der Taktik mit dem Laufen, weißt du? Warte mal, ja. Okay, warte mal, ich könnte nächste Leiter spawnen. Komme hier mit hin, Sandy. Mhm. So, boom. Okay. Ich weiß halt nicht. Ja, jetzt bräuchten wir die nächste. Aber so. Wo bist du, Junge? Die sind alle gleich aus. Nein! Ich bin schon runtergefallen. Was? Ja, warte, ich kletter noch. Okay, ich hab euch leider mehr. Wie? Du hast die Jungs gespawnt! Ach so. Nein! Wie komme ich nach unten? Ja, toll. Okay, Freunde, probieren wir es einfach nochmal mit dem Gegenlaufen. Am besten hier auf dem Sockel. Hier, Sandy, komm mal hier hoch. Okay, wir probieren es. Alter, wenn das jetzt hier noch probiert. Oh, klappt. Oh nein. Ja. First Try wäre übelst krass und. Nein. Ja? Nochmal. Und. Oh mein Gott, Freunde, es klappt. Okay. Yeah. Sandy, wir müssen jetzt gleich versuchen, dann wieder abzuspringen, okay? Ja, diesmal will ich nicht runterfallen. Junge, ich auch nicht. Wir haben nämlich keinen Krankenwagen hier. Denk dran. Oh mein Gott, was, wenn ich mich in die andere Richtung drehe? Dann. Sandy, dann fallen wir runter. Ja, Vitamine. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jetzt hier funktioniert, weil wir gleich gegenlaufen. Oh, okay. Oh mein Gott. Ich glaube, ich stoße mir meinen Kopf. Junge, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Und nein. Oh mein Gott, was? Okay, Sandy, warte. Noch ein Stück. Wir springen ab. Warte. Nee, noch nicht. Noch höher. Hä? Noch höher. Okay, wir springen. Ich will bis zum Mond. Oh mein Gott. Okay. Oh nein. Nein. Okay, spring nach rechts. Und let's go. Welches rechts? Ja. Nein, ich hab's aber geschafft, Sandy. Ey, oh mein Gott! Nein! Aua! Was passiert? Ey, Tweety! Ich bin nicht Tweety! Ey, Vitamine!
Ja, moin. Junge, du bist wenigstens auf dem Gras gelandet. Junge, mein Gesicht ist voll auf dem Stein Alter, gelandet. Okay, Cindy, aber wären wir auf einer anderen Stelle hochgelaufen, ne? Zumindest von der anderen Seite, dann hätten wir das echt geschafft, ne? Ja, aber du hast doch geschafft, oder? Ja, nee, aber nicht ganz oben. Bei dem Führerhäuschen war ich leider nicht. Also nicht ganz oben. Willst du nochmal probieren? Ja, gerne. Oh mein Gott, okay, langsam haben wir den Trick draus. Ey, das funktioniert sehr gut, ne? Ey, ich will einmal nicht runterfallen. Ich halte mich an dir fest, okay? Ey, Sandy, wenn ich sage, nach rechts springen, dann springst du von dir aus nach rechts und ich springe nach links. Hast du mich verstanden? Okay, ich habe eine Rechts-Links-Schwäche. Junge, weißt du, was ich damit meine? Ja. Sicher? Nee. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wir stürzen wieder. Oh nein, das kann doch nicht sein, Leute. Oh. Okay, Sandy, wir müssten weiter außen machen. Jetzt habe ich es langsam gecheckt, glaube ich. Jetzt bist du auf dem harten Stein gelandet. Ja, aua. Oh mein Gott, okay, Freunde. Der Notarzt kommt einfach ununterbrochen. Die denken einfach, was ist denn hier los? Die denken einfach, hä? Alter, die Leute, die... Ich fliege. Du fliegst nicht, du läufst mit mir in die Lüfte. Alter, lass mir doch einmal meinen Moment, Mann. Ja, okay, du fliegst. Aber Sandy, hast du verstanden? Du musst jetzt nach links, nicht nach rechts. Ich hab diesen Kopf geschossen, ich konnte nichts machen. Okay. Ja. Jetzt okay, dürfen wir uns aber... links oder rechts? Eigentlich dürfen wir uns jetzt... Ja, okay. Genau, perfekt. Okay. Sandy, noch nicht. Nein. Nein! Ja, okay. Okay, warte mal, Sandy, wir müssen jetzt bis zum... Nein! Warte, Alter, warte. Oh mein Gott, nein, bitte nicht stoßen. Oh mein Gott, okay. 3, 2, 1, springen! Oh mein Gott. Nein! Nein! Mist! Aua! Aua! Nee, ich bin wieder da. Okay, aber ihr habt's gesehen, wir waren sehr, sehr gut, oder? Ja, ich lieg wieder auf dem Boden. Ich bin ein Vogel! Oh Mann, ey, der Job ist echt nicht cool. Ja, tut uns leid. Ich glaub, der König danach. Okay, Freunde. Aber ich würde sagen, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Und irgendwie kommt man da sicher hoch. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren, um keine neuen Video zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.